das Buco-Fiasko Runde 2. Bremse drin. Was man noch sagen kann, das Wetter passt zur Säge. Einfach super. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie schon bereits Mel Gibson in dem Film Braveheart sagte, bei bestem bergischen Wetter. Der Regen fällt fast lotrecht. Martin, would you like to come and ride with me on this fine evening? And that? You don't see your mind. Oh, it's good Scottish weather, Martin. We're in this morning straight down. I'll slide it to the side light. Kennt ihr das eigentlich auch? Ihr sitzt so abends mit eurer Frau, Freundin, Freund, Mann zusammen und dann schießt euch so eine fixe Idee durch den Kopf. Aus der Idee wird dann irgendwann doch ein Projekt, das ihr angeht. Und auf einmal seid ihr live dabei, wie sich das ganze Projekt verselbstständigt. So ist es mir gegangen. Ich hatte die fixe Idee, was man jetzt hier hinten schon sieht, ganz einfach meine Schießbahn zu erweitern. Ich wollte mit dem Bogen dann auch Entfernung von 25, 30 Meter schießen. Gesagt, getan. Wir wohnen jetzt seit über 12 Jahren hier in dem Haus und hatten an unser eigentliches Grundstück immer noch ein Grundstück, was dazugehört, was aber seit gut 25 Jahren komplett verwildert ist. Brombeerhecken, 3,50 Meter hoch, an manchen Stellen sogar bis in die Bäume gewachsen, also da reden wir dann von 4,50 Meter, 5 Meter, vollkommen unberührt. Nie irgendwas drauf gewesen wie Rasen, auf jeden Fall nicht die letzten 25 Jahre. Und ich hatte mir gedacht, ich mache mir eine schöne Bahn da rein, 2 Meter breit, 15 Meter lang. Und dann mit dem Stück, was ich hier vorne schon hatte, was ihr in den anderen Videos gesehen habt, da ist dann auf meine 25, 30 Meter gekommen zum Bogenschießen. Ja, und dann fing es an. Dann hat sich's verselbstständigt. Und das wie sogar. Das kann ich euch sagen. Aber vielleicht kennt ihr es. Vielleicht hattet ihr ja schon sowas ähnliches aus der Bierlaune raus und dann seht ihr nach der Hälfte der Zeit, war das jetzt so gut, das überhaupt anzufangen? Oder hätte ich es einfach sein lassen sollen? Aber dann muss man durch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, und deswegen jetzt mal ein Video der ganz anderen Art. Da ich bei dem Projekt dann mich mit verschiedenen Dingen beschäftigen musste, wie mit Kettensägen, Freischneidern und dergleichen. Und ich da auch meine Erfahrungen gemacht habe, selbst mit dem Rasenmähen, mit dem Neuanlegen von Hecken oder auch den Pflanzen. Ja, habe ich mir gedacht, das würde ich gerne mit euch teilen. Wird auch Mehrteiler werden, auf alle Fälle. Im ersten Teil geht es um die Vorbereitung und auch auf die Hindernisse, die ich gestoßen bin. Meine sogenanntes Kettensägen-Fiasko, was ich hatte, bis ich dann endlich eine gefunden habe, die funktioniert hat und auch ihren Dienst getan hat. Weil es hat sich auch herausgestellt, nachdem dann die Hecke etwas oder die Brombeerhecke etwas beseitigt war, dass da 4 umgestürzte Bäume komplett noch lagen. 2 Obstbäume und 2 Tannen, die auch noch weggemacht werden musste, was jetzt jede Menge Brennholz ergeben hat, was sich schön aufgestapelt hat, zeige ich euch alles im Laufe des Videos. Und jetzt soll es einfach mal mit Teil 1 losgehen, die Vorbereitung, ein bisschen die Planung, weil so viel Planung gab es nicht. Ich habe mir einen Akkuschrauber genommen, habe den Sichtschutzzaun, den ihr jetzt hier im Hintergrund seht, der quer verlief, einfach weggemacht und habe mir das dann angeguckt und dann ja einfach mal losgelegt und dann festgestellt, dass ich mit meinen Mitteln, die ich bisher hatte, so nicht weiterkommen würde. Und dann fing es an. Aber mehr jetzt im Video.
bleibt dran. Ja, so zum Thema Planung, wie ich schon vorhin gesagt hatte, gab es bei mir nicht ganz so viel. Ich bin wirklich halt einfach hingegangen. Als allererstes habe ich mal meine Drohne steigen lassen und mal mir die Sache von oben angeguckt, so frei nach dem japanischen Feldherrn-Sprichwort. Man stellt sich über das Problem, um dessen Kern zu sehen. Genau das habe ich gemacht. Ich bin mit der Drohne aufgestiegen hinter mir im Grundstück und habe einfach mal ein paar Aufnahmen gemacht. Da habe ich zumindest mal die Größe so richtig gesehen, weil komplett begehbar war es einfach nicht mehr. Man kam einfach nicht mehr durch. Ich zeige euch das jetzt mal gleich, ich nehme euch dafür mit und wir schauen dann mal, ja, wie der Ausgangs- oder wie die Ausgangssituation war. Ja, wie man sieht, so gerade hier an den Steinen lang ging der Sichtschutz hier rum, bis zu der Tanne. Weiter bis hierhin, genau hier unten an dieser Stelle war der in Anführungszeichen alte Komposthaufen. Der spielt auch noch eine Rolle, aber dazu dann einfach später mal mehr. Hier war ein kleines Türchen, wo man durchgehen konnte, und hier dieser quasi schmale Pfad bis da hinten hin konnte man halbwegs begehen. Den Rest von dem Teil bedingt durch die Brombeerhecken überhaupt nicht möglich. Nichts. Das war die Ausgangssituation. Hier in dem Teilstück bin ich dann hingegangen, habe einfach die Sichtschutzwand abgeschraubt, habe mir das mal angeschaut dahinter. Das Bild blende ich euch jetzt gleich mal ein. Dass ihr das mal sehen könnt. Ja, dann war es quasi schon soweit, dass ich dann losgelegt habe. Ja, meine erste Wahl der Waffen war simpel. Eine handelsübliche hier Akku-Heckenschere, eine zwar in die Jahre gekommen haben, aber immer noch sehr, sehr brauchbare Astschere. Für die kleinen Dinge die Rosenschere. Wie gesagt, sehr, sehr simpel, aber wie ich dann auch merken durfte, sehr, sehr ineffektiv. Weil damit bin ich nicht weitergekommen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob man mit einer Airsoft Gun auf Drachen schießen will und was damit bezwecken möchte. Also nach wenigen Zentimetern habe ich gemerkt, so wirst du nicht weiterkommen. Auf keinen Fall. Keine Chance. Ja, was sollte ich machen? Ich musste mich ein bisschen verstärken mit anderen Werkzeugen, also quasi aufrüsten. Ja, um es dann mit den Worten unserer Regierung zu sagen, dann gab es einen Sondervermögen für die Aufrüstung der Gartenutensilien. Und ja, ich habe mir dann das eine oder andere angeschafft, beziehungsweise auch wieder in Stand gesetzt. Aber dazu erzähle ich euch im Teil 2 Werkzeuge, Geräte, mehr. Wenn es euch gefallen hat, der erste Einblick, lasst bitte ein Like da. Wie gesagt, über einen Daumen hoch oder auch runter, wenn es nicht gefallen hat. Würde ich mich freuen, über jedes Abo natürlich auch, kleiner Kanal wie immer, der wachsen will. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, euer Mende. Ciao.